Ciao, 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 meine Freunde. Schalke von hier ist der Schalke wieder. Ja, hier bin ich wieder. Hab mich erholt von der Niederlage von Samstag. War scheiße. Zweite Halbzeit, brauchen wir drüber gar nicht reden. Auch nicht um den Heißbrei. War eine Katastrophe, war scheiße. Arbeitsverweigerung, alles drum und dran. Ja, müssen wir nach vorne schauen. Viele sagen, wir steigen ab, wir steigen ab, wir steigen ab, wir steigen ab. Ich gebe die Hoffnung nie auf. Man soll die Hoffnung erst aufgeben, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Deswegen, es sind noch genug Punkte zu verteilen. Und dank Köln, Mainz und Bielefeld haben wir ja noch alles in eigener Hand, es noch zu schaffen. Ja, der erste Transferwechsel von unseren Blauen ist, glaube ich, fast unter Dach und Fach, wie ich gelesen habe. Unser Rabi Matondo, unser Flügelspezialist über Außen. Ihr wisst, wie ich über den denke. Er ist kein Bundesligaspieler. Er hat nicht den Format für die Bundesliga. Er ist ja noch jung. Er muss selbst wissen, was er möchte. Wenn er wirklich zum Profi werden möchte oder wirklich aufsteigen will, dann muss er was tun. Dann muss er auch privat selbst Einheiten machen. Selbst eine Einheit sagen, komm, ich muss was richtig draufnehmen. Ein bisschen Muckis an eine Muckibude richtig tun und nicht da mit deinem Trikot von die Zecken zeigen, aha, ich gerne Muckibude und du hast nichts getan. Nimm dir ein Beispiel an Goretzka, mein Junge. Der Goretzka hat in der Corona-Pause und so was getan. Überhaupt Körpermasse zugelegt, Matondo. Dann wünsche ich dir wirklich beim Wechsel, mach was. Wenn du wirklich du kommst ja wieder zurück. Er wechselt ja nach Stoke City, wird eine Laie sein, ohne Kaufoption, geht in die zweite Liga. Manchmal ist das ja gut, manchmal sagen wir so, ein Schritt zurück ist besser, als wenn du versuchst, woanders noch anzugreifen, wo du nur auf der Bank bist. Vielleicht tut das dem Jungen ja auch gut, dass er in die zweite Liga geht. Vielleicht spielt er da mehr, kriegt mehr Selbstvertrauen. Heißt ja nicht, dass er dann noch schlechter wird, nein. Kann sein, wenn du mal zwei Schritte zurück gehst, kannst du besser wieder zurückkommen. Ist so. Für mich, Matondo, gut gemacht, zweite Liga, Spielpraxis ohne Ende sammeln. Vielleicht kommst du gestärkt wieder zurück. Ist hier nur eine Laie bis Saisonende, dann kommst du zurück, weil Stoke City leiht ihn aus ohne Kaufoption. Und heute ist, glaube ich, Montag der Medizincheck. Matondo, ehrlich, egal wie oft ich dich kritisiere, ich wünsche dir trotzdem viel, viel Glück. Dass du da so viel Spielpraxis kriegst, wie es geht und dass du vielleicht gestärkt wieder zurückkommst und wir einen anderen Matondo sehen, als den wir jetzt gesehen haben. Ich wünsche dir viel Glück, Matondo, ehrlich. Ja, und zwei Namen für die rechten Verteidigerpositionen sind ganz Zeit im Gespräch. Julian Korb und jetzt vorhin Mitchell Weiser. Ja, Joe Kenny ist sowieso im Gespräch. Ich weiß ja nicht, wie das hat. Das sind jetzt drei Namen. Joe Kenny, Mitchell Weiser und Julian Korb. Von den drei. Ist klar, ich möchte gerne den Joe Kenny wieder haben, weil Joe Kenny kennt Schalke, hat eine gute Saison gespielt, waren auch ein paar Spiele, die nicht gut waren, aber der Junge hat gekämpft, gerackert, der hat alles immer gegeben auf dem Platz, er kennt Schalke. Ich wünsche mir Joe Kenny wieder, auch wenn das wieder mit einer Laie geht, ist egal, aber wir brauchen einen, der uns sofort verstärkt. Aber was passiert, wenn es nicht klappen sollte mit Kenny? Julian Korb oder Mitchell Weiser? So, ich kenne beide, ich bin euch ehrlich, ich kenne beide nicht so. Ich habe die selten beobachtet, deswegen kann ich zu den beiden absolut nichts sagen. Aber gelesen habe ich viel. Mitchell Weiser, er hat ja bei einer Köln-Jugend gespielt, dann war er bei Bayern München. Dann wieder nach Kaiserslautern, dann wieder Bayern München, bei Hertha BSC Berlin. Und jetzt spielt er bei Bayer Leverkusen, aber kommt nicht so oft zum Zug. Er möchte gerne mehr spielen, aber sein Marktwert liegt bei 4,5 Millionen. Es wird wieder dann mit einer Laie gehen, aber wie teuer ist die Laie? Da wir ja nicht so viel Geld haben, wird abgewartet, sage ich mal so. Und er kann ja nicht nur rechter Verteidiger spielen, er kann auch ja rechtes Mittelfeld offensiv spielen. Ja, und der Julian Korb ist 28 Jahre vereinslos. Ich glaube, da wird der Schneider mehr drauf hingehen, auf den vereinslosen Julian Korb. Hat zuletzt bei Hannover 96 gespielt bis Sommer. Jetzt ist er seit Sommer vereinslos. Man muss auch betrachten, er ist nicht im Training. Ob der uns sofort weiterhilft, bedenke ich sehr, weil halbes Jahr nicht gespielt und du hältst dich nur so
fit ist nicht dasselbe, wenn du im Mannschaftstraining bist. Das wird dauern und da sehe ich ein bisschen schwarz bei Julian Korb. Kann ja ein guter Junge sein, aber wenn du ein halbes Jahr nicht trainiert hast, weiß nicht, ob du uns sofort weiterhilfst. Dann bin ich ehrlich, dann greife ich bei Joe Kenny an, versuche den zu holen. Der ist ja im Training, nur er spielt nieder. Vielleicht klappt das mit Kenny. Oder dann mit Mitchell Weiser. Eins von den drei. Mitchell Weiser, Julian Korb oder Joe Kenny. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wen ihr von den drei haben wollt. Ich glaube, alle sagen Joe Kenny, da weiß ich. Aber wenn es nicht mit Joe Kenny klappt, wen würdet ihr favorisieren? Entweder Julian Korb oder Mitchell Weiser. Da bin ich auf eure Kommentare gespannt. So, meine Freunde, ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Ich grüße euch, euer Schalker.